Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Resident Evil. Wir starten direkt ins 12. Kapitel mit der wahrscheinlich nächsten Cutscene. Ich habe schon gespeichert, wir gehen weiter. Okay, es war nur eine Mini-Cutscene. Die ist manchmal ein bisschen länger. Ich wusste es nicht. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder. Wusste ich schon? Nein, noch nicht. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Obwohl, wenn hier wieder Kräuter sind, dann nutze ich das Kraut. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ganz viele Leute, die ich kenne, sind mittlerweile richtig hart in einem. Ja, hier. Ja, das hat mich gut genug jetzt. Sea of Thieves Fieber und ich verstehe nicht wieso. Ich habe nicht mitbekommen, dass jetzt so viel Cooles dazugekommen ist. Und irgendwie finde ich das Spiel auch relativ langweilig von dem, was ich bisher zu sehen habe, weil ganz viel einfach nur hocken, fahren ist. Und dann halt glücklicherweise reden. So, ist einfach nur ein Fahrstuhl weiterfahren. Okay. Hallo, Anton. So listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. So, nicht mal nur, wenn ich das mache. So. Ja, Leon ist schadlos. Wow. Ja, okay. Ist irgendwas Neues da? Will ich was zum Verkaufen kommen? Naja, du bist ja noch zu teuer. Ich habe irgendwas gespeichert, aber egal. Ich glaube es ganz gerne, wenn ich schon nicht nochmal die Cutscene durchfahren muss. Dann mache ich jetzt einmal das Tor hier auf. Und dann fahren wir wieder Richtung Dorf. Nachdem ich den Schlüssel eingesammelt habe, weil ich mich schon gedacht habe, dass ich den sonst übersehe. Ich habe mich gar nicht gefragt, wie dein Tag war. Von dieser weiß ich es, aber von dir weiß ich es gar nicht. Oh, jetzt noch eine Vase. Ressourcen. Okay. Perfekt. Irgendwas würde ich die ganze Zeit sagen, aber mir fällt es gerade nicht ein, das gerade zu machen. Aber jetzt kommen wir wieder in der Cutscene, denke ich mal. Aber demnächst dürfte schon der nächste Bosskampf auf uns warten, also Major Bosskampf. Letzte war beim Sumpf. So die Hälfte ungefähr. Für Kapitel 5 oder so müsste das dann ja gewesen sein. Dann kam ja schon Kapitel 8 oder so der nächste. Deswegen aber irgendwie, dass wir jetzt in Kapitel 12 nochmal einen Bosskampf kriegen. Vielleicht sogar zwei. Auf jeden Fall, erwarte ich nicht, dass wir nochmal einen Elite-Kampf bekommen. Hatten wir ja gerade aus dem Kapitel 11. Am meisten kommt kurz danach oder so nochmal ein Riesen-Bosskampf. Der erste große Bosskampf war ja der Fisch. Der zweite war gegen den komischen Typen da. Den Village-Meister, wie auch immer der heißt. Aber der nächste weiß ich gar nicht, ob der Ramon vielleicht ist. Ja, müsste eigentlich Ramon sein. Ich glaube, wir haben das Schloss auch schon fast fertig.
Ah, dann weiß ich nicht, wie es danach weitergeht. Weil ich weiß, dass wir noch zu diesem einen Typen müssen, mit dem wir die ganze Zeit da geredet haben, während wir so in unseren infektiösen Phasen waren, beziehungsweise der zu uns geredet hat. Aber ja. Und vor allem, weil ich auch weiß, wie lange das Spiel noch geht. Ich frage mich, ob ich das Selfie vorgehen kann. Wollte schon sagen. Aber damit hat sich meine Vermutung auch geklärt, ne? Wir haben jetzt den nächsten Bosskampf vor der unserer Nase. Beziehungsweise meine Vermutung, nicht meine Frage. Hier ist ein bisschen. Wer ist im Boden, um ein bisschen erkunden, bevor ich weiter nach oben gehe? Hätte ich gerade eine Kettensäge? Nein, okay. Ich glaube, die gucken mich direkt an, ne? Komm schon, Spiel. Ich frage, warum gehen sie schon mal in den Postfestzeit? Ich meine, er ist ja jetzt nicht mehr wirklich infiziert. Aber weil ich das hier sehe, denke ich die ganze Zeit, Boss. Jo, so falsch stehe ich schon auch nicht. Warte. Achso. Okay, cool. Dazu verbrennen. Ach, ich habe gerade meinen Fuß verknackt. Ja, Spiel ist gut. Hallo, Spiel. Lass mich doch angreifen. Komm, nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Och nee. Yo, Spiel, bitte. Yo, Spiel, danke. Aber das ist okay. Habe ich mit gerechnet. Ich hab gesehen, dass ich sterben werde an der Stelle. Ja, Spiel. Spawn mich genau im Gegner. Hast du erkannt, habe ich das Ganze getriggert schon? Yo! Bei dem Tod konnte ich nichts. Tut mir leid, aber nicht meine Schuld. Das ist ja schon wieder ein Kacke-Spiel.
möchte durch hier hinlaufen. Ich habe mich dazu entschieden, dass da die Richtung nicht die richtige ist. Hör doch mal gerade die nächste Kugel ab. Man hat echt gut Zeit. Ruhe. Man kriegt jetzt immer wieder Magnum Money, ich hasse das Spiel. Das ist so ein toller Channel-Dings. Ätzen, Dutzen, du willst nicht mehr Ätzen sein. Wusste, dass er da. Dass er nicht hinspringen darf, hat mich gerade richtig hart ab. Yo, Spiel. Ich hasse das Spiel an solchen Stellen so hart. Freunde, spannt euch. Lasst mich heilen. Ihr nervt mich.
Habe ich nicht einen Teil benutzt? Bin ich gerade dumm? Habe ich über 2 Sekunden fucking Heilungsbauschen genommen? Ja. Okay, spielen. Einen schwarzen Handschuh kämpft. Das klingt falsch, sorry. War nicht falsch, aber es ist nicht das, was ich sagen wollte. Der hatte ja 2 bei sich. Okay, zum Beispiel ist das jetzt einfach nicht abgehört. Ich darf die Waffe nicht, warum nicht der gleiche Salz zu kommen? So. Jo, ist okay. Ich muss nicht schlafen. Spiel. Das ist eine gute Idee, es einen komplett immer zuzuballern mit allem, mit allen Seiten. Nächsten habe ich hier noch gestunt bekommen vorher. Ich habe dich eben noch getötet. Spiel! Glaub nicht zu stunlocken. Gib mir irgendwas, womit ich angreifen spiele. Oh mein fucking Gott! Ich hab kein Leben und hast meine Existenz deswegen. Ich hab nicht zum Heilen. Das Spiel gibt mir noch irgendwas. Oh mein Gott, ich hab Kugel gedrückt. Oh mein Gott, ich darf laufen. Please stop. Ich will nicht mehr. Und habe ich dich nicht jetzt mal. Oh mein Gott. Weil warum machen wir das mit ihr und nicht mit mir? Auch. Also.
Was ist das da drin, das wir Loot gelassen haben? Bei Jetsons ist hinkommen. Habe ich jetzt schon mal ein bisschen fremde Fliegen geschossen. Und dann schon auch manchmal wieder bei Leben. Warte mal, öfter mal mit Granaten und so verwenden. Ja, okay, danke. Man muss sich nur locker mit beschweren und schon gibt das Spiel einen. Ja, bitte einmal reden. Einmal bitte das. Den darf ich repairen. Und da muss ich mal kurz warten. Nämlich dich das nächste Mal, wenn ich ein bisschen Heilung brauche. Aber Freunde! Ich hab eben gesagt. Beim letzten Mal gesagt, wir machen keine Pause bei der nächsten Speicheraktion. Diesmal schon. Deswegen endet die Folge diesmal ein bisschen früher als sonst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, deswegen. Ciao, ciao.